Da steht noch eine Flasche. Na, nimm die. Nimm doch. Okay. Danach noch eine Sache. Das ist der Herd. Beziehungsweise der... Der Tee ist gerade fertig. Ich habe mir gerade Tee gemacht. Weil ich habe so ein bisschen Magenschmerzen. Deswegen habe ich mir so einen Magen-Darm-Tee gemacht. So. Hier liegt nichts mehr. Wo sind denn... Wo sind das letzte Dingen? Schon wieder der Tee. Ja, ich hab mir zweimal Tee gemacht. Einmal gegen... Einmal Magen-Darm-Tee gegen Dünnpfiff. Und einmal Pfefferminztee. So. Okay, wir haben alle Gerichte. Das ist schon mal super. Was sagt die Zeit? Ja. 5 Uhr. Das ist super. Das heißt, wir können uns noch eben um die Nachtruhe kümmern. Oh, ich will gar nicht wissen, was Runde 30 kommt. Das ist der Föhn. Die Frage ist nur, welcher. Ich gehe mal ins Damenklo. Ne. Das war der Herrenklo übrigens. Das ist Damenklo. Jawohl, haben wir. Ich glaube, die Nachtschicht ist jetzt auch vorbei. Das ist das Handy in der Küche. Yeah. Das Spiel gibt's für die PS4. Ja, Crytek. Gibt's für die PS4. Kann ich aber nicht empfehlen. Also ist jetzt nichts so Weltbewegendes. Na? So. 12 Gerichte immer noch. Okay, kriegen wir hin. Kein Dingen. Da liegen schon mal 3 Sachen auf dem Tisch. Ich beeile mich wieder. Vielleicht kommt ja noch so eine Bonusrunde oder so in den letzten Abschnitten. Man weiß es ja nicht. Ich fliege wie ein Wind hier durch die Gänge. Okay, ich lasse den Kaffee jetzt mal, obwohl der Kaffee liegt auf dem Weg. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, lass mich durch. Bin Arzt. Hm. Okay, da stand noch eine Flasche. So, das ist ein Waschbecken. Wir müssen eh nach hinten. Das ist immer gut, wenn die Sounds auch hinten sind. Weil dann passt das eigentlich... Ich stand doch gerade noch eine Flasche. Ah, hier. Die Frage ist nur, welches Klo ist das? Ist es hier? Nein, das ist drüben. Das ist wieder mein Tee. Mein Magen-Darm-Tee. Huch, hallo? Mein Magen-Darm-Tee. So. Okay. Wir müssen eh nach hinten. Von so an... Passt das ja irgendwie. Ich nehme mal hier eben was mit. Wenn hier noch was liegen würde. Okay, ich gehe erst zum Telefon. Da liegt noch eine Schüssel. Keine Ahnung. Ravioli. Auflauf oder so. Er fängt schon wieder die Chips an zu essen vom Fußboden. Ich weiß nicht, warum er es tut. Fragt mich gar nicht erst. Ich weiß es nicht. So, hier liegt nichts, hier liegt auch nichts. Hier liegen 2 Gerichte, nehmen wir mal auf. So, dann machen wir das noch in die Mülltonne. Der Föhn läuft schon wieder, aber das ist der Sauger. Hallo? Ich hab keine Ahnung, ich lasse den Föhn mal eben laufen, bring das mal eben weg. Das nehme ich mit. Bitch. Müsste der Föhn sein, oder? Oder ist der Sauger? Das ist er nicht. Nee, das ist der Sauger, ist das. Oh, scheiße. Oh. Das ist die Eismaschine, oder? Ja. Okay, es gibt irgendwie Krach hier. Ich weiß nicht, woher. So ein grollendes... Oh nein, der Wecker. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Das wird... Oh Gott. Oh Gott. Der Wecker ist so weit weg. Und wir müssen noch 4 Gerichte. Boah, ich glaube, das wird echt knapp. Ich bleib überall hängen, verdammt. Oh nein, ernsthaft. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir schaffen das diesmal nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, 3 Gerichte noch. Ernsthaft? Noch 2? Ich
habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, weil ich mich jetzt ein bisschen beeile, weil ich jetzt Angst habe, dass wir die Zeit aus dem Augen verloren haben. Aber wo liegt denn hier noch was? Ah, hier. Hier liegen noch zwei Sachen. Uah. Komm, hier. Nimm mit. Oh, Gott sei Dank. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Muss ich mal sagen. Alter Schwede. So, welche Nachtschicht haben wir jetzt? Müsste, glaube ich, so langsam müssten wir, glaube ich, bei 25. Ich bin direkt mit meinem Gesicht da drauf. Deswegen kann man es nicht erkennen. Okay, hier liegen drei Sachen am Tisch. Oh Gott. Dass er aber auch nur ein Gericht nehmen kann. Weißt du, eine Flasche. Er hat nur einen Arm wahrscheinlich. Na. Wahrscheinlich aus Papier oder so. Seine Hand. Kannst mich mal. Ruf morgen früh an, um 6. Aber nicht jetzt. Ich bin beschäftigt. Ich muss hier aufräumen. Hab keine Zeit für Telefonate. Es waren, glaube ich, 13 Gerichte, ne? Kann es sein. Ist, glaube ich, wieder eins dazugekommen. Jetzt geht das Telefon. Wir müssen eh gleich in die Küche. Ist nicht so schlimm. Schade eigentlich, dass man hier so durchfliegen muss durch den Gang, weil es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Klar, Texturen sind jetzt nicht so mega. Na, ist klar. Aber, trotzdem finde ich es ganz hübsch. Also, ist jetzt kein, keine Ahnung, Call of Duty oder so. Aber trotzdem ist es für ein Horror-Game ganz interessant. Aber man hätte viel mehr rausholen können aus dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Anstatt da einfach so ein dämliches PNG einfach ins Bild zu halten, wenn man erschreckt werden soll. Finde ich es ein bisschen... Finde ich es ein bisschen schade. Verschenkt eigentlich. Potenzial verschenkt. Okay, das Spielprinzip ist jetzt auch nicht so weltbewegend, dass man halt, dass man halt hier die Tische abräumt. Ja, ich bin ja schon unterwegs. So, den Tee mache ich mal aus. Ich glaube, der scheint fertig zu sein. So, 7 Gerichte noch. Kriegen wir hin. Schon wieder das Telefon. Gehen wir mal hin. So. Wie gesagt, ich komme gar nicht dazu, mal in die Kamera großartig zu gucken. Ne, hallo. Ich muss mich so konzentrieren, dass ich hier keine Ecken mitnehme und damit ich hier gerade durchlaufen kann. Gemütlich. Und schon wieder. Ist es der Sauger? Ich kann es mal so schlecht unterscheiden. Ist es der Sauger oder der Föhn? Ne, es ist Sauger, okay. Lalalala. Ich hoffe, der Stream läuft noch. Das ist der Föhn. Okay, der Sauger ist vom Sound aus heller. Heller, heller. Ella, Ella, Ella. Ella, Ella. Das ist er nicht. Dann ist es wahrscheinlich der hier. Na, mach ihn aus. Ella, Ella. Ella, Ella. Jetzt habe ich das Lied früher gefeiert. Na, okay, wir haben 4 Uhr, wir haben noch 4 Gerichte vor uns. Könnte ein bisschen stressiger werden. Hier liegen noch 2 Gerichte. Das ist der Fernseher, glaube ich. Okay, noch ein Gericht hier nach. Ich beeil mich mal ein bisschen. Da liegt das... Ne, 2 Gerichte noch. Okay, es wird... haarig. Haarig, wir müssen uns echt beeilen, echt sputen, das letzte Gericht zu finden. Da ist das letzte Gericht. Das müsste das Telefon hier sein. Okay. Wir haben 16:45 und wir haben es. Sehr schön. So. Am Ende lieben sich die zwei Häuptlinge. Und leben glücklich bis ins Ende ihrer Tage. Ja, ich glaube auch. Oh Gott. 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 Ja, ich beeil mich. Kommt ein Jumpscare, wenn man es nicht schafft? Ja. Also wenn man die Tische nicht abräumt? Nein. Aber wenn es zu laut wird, dann ja. Aber der ist nicht so toll. Der ist nicht so toll. Also erwarte da nicht irgendwie so ein Emily Wants to Play Jumpscare oder so. Ist jetzt nicht so berauschend. Ja.
ist halt einfach nur so ein PNG-Bild, was einfach nur ins Bild gehalten wird. Und dann siehst du da so einen Häuptling. Und das war's dann. Mit so einem Blitzlichtgewitter. Wie bei Paparazzi. Wo eine Paparazzi hinter Lady Gaga ja ist oder so. Das ist das Telefon. Wir müssen eh in die Küche. Das passt ja gerade. Lass das Telefon ruhig mal ein bisschen länger klingeln, weil dann können wir uns den Weg sparen. Weil das stört jetzt gerade noch nicht so extrem. Und dann kann ich den Tisch wieder schon mal komplett aufräumen. Und dann kann ich nämlich jetzt in die Küche zum Telefon gehen. Der Kühlschrank geht auch an. Praktisch. So. Und dann können wir die letzten 10 Gerichte auch schon mal abräumen. So, guck mal, den Tisch haben wir, den Tisch haben wir auch, den haben wir auch, den haben wir auch. Okay, das ist der Wecker. Da bleibe ich direkt mal hier. Hallo? Hallo? Na? So. Also, falls du den Jumpscare mal sehen willst, guck einfach mal Folge 5 bei mir auf dem Channel oder guck dir das ganze Let's Play an, dann weißt du, was ich damit meine. So. 9 Gerichte noch. Und ich stecke in der Tür fest, weil ich die Tür nicht aufkriege. Verdammt. Da ist noch eine Flasche. Mach die Musikbox aus. Es nervt. Ich habe keine Lust jetzt auf Musik. Es muss Totenstille sein. Sonst wird der Häuptling sauer. Lachender Vogel oder wie der nochmal hieß. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe keine Ahnung. Ah, komm, ernsthaft. Mann, geh doch da. Dass man überall hängen bleibt. Dass man da nicht irgendwie eine sanftere Lösung gefunden hat, irgendwie. Boah, 7 Gerichte noch. Das könnte knapp werden. Wir müssen uns echt sputen, weil wir müssen es ja auch in der Zeit schaffen. Hallo, Gerichte? Ah, hier. Okay, mein Tee ist fertig. Mach den Tee aus. Sonst läuft er über. So, 4 Gerichte noch. Ich habe die anderen noch nicht gesehen, wo die liegen. Hier liegen, glaube ich, noch 2. Fernseher ist angegangen. Da will bestimmt einer Sky gucken oder so. Aber hier ist keine Fußballbar. Ah gut, da lag eh eine Flasche auf dem Tisch. Das ist doch mal praktisch für uns. Okay, wir haben es 4 Uhr. 2 Stunden haben wir noch. Da müssen wir alle Tische abgeräumt haben. Ein Gericht bleibt da noch. Die Frage ist nur, wo ist das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist es. Sehr schön. Okay, das ist der Sauger. Das ist definitiv der Sauger. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat Sauger gesagt. Gott sei Dank. Hör auf, mich anzurufen. Ist mir egal. Wir haben eh durch. Lalalala. Du hast die Nachtschicht erfolgreich überstanden. Sehr schön. So. Okay, weiter geht's. Ich weiß nicht, welche Nachtschicht jetzt ist. Müsste aber schon ziemlich... Ich glaube, über 25 sind wir doch bestimmt schon, oder? Also viele können eigentlich nicht mehr kommen. Oh, jetzt geht's schon los mit dem Telefon. Okay. Okay, ich lasse es klingeln. Ich lasse es jetzt noch einmal klingeln. Aber da spart man sich, glaube ich, auch ein bisschen Zeit dann, wenn man erstmal ein paar Sachen wegbringt. Na, nimm auf. Ja. Er klopft schon an der Tür, weil es zu laut ist. Da
Das ist wieder der Sauger. Ist nicht schlimm, aber wir müssen eh nach hinten. Aber soweit er schon... So, hier haben wir... Na, da haben wir soweit alles abgeräumt. Okay, aber auf den anderen Tischen liegt, glaube ich, noch was. Wenn ich das im Augenwinkel richtig gesehen habe. Den Herd lasse ich mal eben kurz an. Das können wir auf dem Rückweg machen. War nichts. Da ist noch eine Flasche. Die nehmen wir mit. Da können wir jetzt auf dem Rückweg den Herd ausmachen. Das Waschbecken ist angegangen. Okay. Dann nehme ich auf dem Weg hier die Burgerdose mit oder die Chicken McNuggets Dose. Die Frage ist natürlich, wo ist jetzt das Waschbecken? Hier ist es nicht. Man sieht das auch so schlecht mit dem Wasser. Hier ist es. Das ist die Eismaschine. So. Suff, Birne. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ein sehr schöner Name. Willkommen zum, Live-Let's Play von Joe Steiner. Das ist der Sauger. Er hat Sauger gesagt. So. 7 Gerichte noch und wir haben es fast 3 Uhr gleich. Okay, wir müssen uns ein bisschen sputen. Mach aus. So, noch 5 danach. Alter, ich fliege hier durch, ne, wie ein Wind. Ich verfolge das alles nur im Augenwinkel, ob ich hier irgendwie die Gerichte hier alle erwische. Was ist denn das? Was ist das für ein Geräusch? Ah, der Kühlschrank war das, okay. Oh Gott, ernsthaft. Es kann ein bisschen stressig werden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es kann ein wenig stressig werden. Kann man ja auch so ein bisschen, Alter, 4 Uhr. Okay. Hier war immer ein Gericht, ne? Da. Ja, 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 ich beeil mich, ich beeil mich. Oh nein. Oh, ich will das schaffen. Ich will das unbedingt schaffen. Oh, ein Gericht noch, komm. Wo ist das letzte fucking Gericht und was? Das ist der Föhn, ne? Oh nein, der Föhn ist auch noch da, ey. Da ist die Flasche. Oh, das wird so knapp. Boah, Alter. Was? Was? Kurz vor 6, fick dich. Fick dich. Das gibt's doch gar nicht. Das war so unfair. Das war so unfair. Komm, ernsthaft. Das war sowas von unfair. Das gibt's doch gar nicht. Welche Nacht sind wir denn jetzt? 25. Okay, noch 5 haben wir vor uns. Alter, das war so unfair. Das gibt's auch gar nicht. Wir waren durch mit allem. Wir waren durch. Oh, komm. Toller Jumpscare. Wow. Na, super. Aber so laut war es gar nicht. Ich hatte alles aus eigentlich. Da lief, glaube ich, nur noch der Kühlschrank oder so. Hm. Okay. Dann geben wir nochmal Gas. Also 13 Gerichte. Vielleicht sollte man am Anfang erstmal wirklich ein Geräusch ruhig laufen lassen und erstmal so ein paar Gerichte abrollen, damit man ein bisschen Zeit spart, um sich um die ganzen Geräusche zu kümmern. Wenn das ja mal alles klappen würde, ohne hängen zu bleiben. Ja, ist mir jetzt egal. Das ist der Föhn. Mein Gott, bleib mal an der Tür hängen. Man kann ja ruhig ein Geräusch laufen lassen, das ist ja nicht so schlimm. Solange man die anderen Geräusche unterscheiden kann, was da gerade auf einen zukommt, dann kann man nämlich trotzdem in Ruhe weiter abräumen. Weil so laut ist ja jetzt der Föhn auch nicht. Oder stört dem Invaliden, wollte ich jetzt gerade, oder stört das den Indianer, dass, wenn ein Geräusch trotzdem läuft. Ja, der Jumpscare ist echt der Hammer.
Ich habe ja gesagt, einfach so ein PNG-Bild einfach ins Bild hauen. Ja, Sorge für Ruhe. Ist doch ruhig, ich weiß gar nicht, was hat. Der dämliche Föhn läuft zwar die ganze Zeit, aber wir haben ein bisschen Stimmung hier in der Bude. Oh Gott, der Fernseher. Der Föhn läuft immer noch. Kann es sein, dass man ruhig einlaufen lassen kann, ein Geräusch? Solange man, wie gesagt, alles unterscheidet. Aber bis jetzt ist ja... Das ist ja entspannt. Okay, der Wecker. Okay, so langsam mache ich gleich den... Mein Gott, jetzt bleibe ich auch noch hängen. So langsam mache ich, glaube ich, gleich mal den... Mein Gott, macht heute die Tür auf. Den Föhn mal aus. Mein Gott. Nein, jetzt wird's echt stressig. Und es ist der falsche Föhn. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Sieben Gerichte noch. Scheiß Kaffeemaschine aus. Dann bleibt man überall hängen, das ist so nervig. Dass man überall hängen bleibt. Hängen geblieben. Jetzt geht schon wieder der dämliche Wecker an. Ist fast nicht. Und dann ist der Wecker immer noch so weit hinten. Mein Gott. Das kostet alles Zeit. Das kostet alles nur Zeit. Das soll einen alles nur ablenken. Mein Gott, komm. Okay, noch zwei Gerichte. Ich weiß nicht, wo sie sind. Hallo, bleib doch mal hängen an der Theke. Verdammt. Da ist noch eine Flasche. Das müsste der Sauger sein, oder? Ich glaube, das ist der Sauger. Ich bin mir nicht sicher. Da ist die letzte Flasche. Mach den Sauger noch eben aus. Komm, das Faxgerät. Alter, wir haben fast 6 Uhr. Ah, komm, ey, das ist so lächerlich. Kurz vor 6, warum? Nur weil das dämliche Fax läuft? Es war gar nicht so laut. Das gibt's gar nicht. Wie dämlich. Okay, probier's nochmal. 25. Nachtschicht ist aber echt okay. Und wir hatten es echt kurz vor 6. Und ich kann mich ja nicht nur um die Geräusche noch kümmern und noch zwei Gerichte abräumen. Das ist ja irgendwie total unfair. Das ist voll fies. Ich fühle mich ein bisschen geschändet. Seelisch geschändet. So. Also, dann wollen wir mal. Also. Auf ein neues. Auf geht's. So. Ich versuche mich mal zu beeilen. Ab jetzt ist alles egal. Ich trete euch auf das Quietscheentchen. Klar, unsere Rennen. Macht natürlich auch Geräusche, ist natürlich klar. Ist verständlich. Wieso vor allem, wieso muss ich jetzt die Tische abräumen? Kann ich das nicht nach 6 Uhr machen oder so? Oh, der dämliche Föhn. Mein Gott, warum muss es immer der Föhn sein, ey? Das ist doch... Nein, ist er auch nicht. Der Sauger ist das. Ach ja, stimmt. Der Föhn ist ja lauter. Ein bisschen wird mir schwindelig, muss ich sagen, wenn ich das Spiel spiele. Ernsthaft? Im Büro das Telefon. Jetzt geht vorne das Telefon. Ach komm.
Wie sie auch kaputt lacht im Hintergrund, ne? Kann ich gar nicht nachmachen. Ja, ist doch gut. Alter. Mach doch nicht so einen Stress. Oh Gott, wir haben schon 2 Uhr gleich und immer noch 8 Gerichte vor uns. Das wird aber verdammt schwer. Und jetzt kommt wieder dieses Kratzgeräusch, wo man merkt, er kommt wieder näher. Wieder das Telefon im Büro. Ey, das ist doch zum Mäusemelken. Das gibt's doch gar nicht. Ich hoffe, wir haben hinten die ganzen Tische abgeräumt. Hallo. Vielleicht sollte ich nicht mehr so viel rennen. Mach den Fernseher aus. Ich glaube, wir schaffen das von der Gerichte her nicht, weil wir uns so viel um die Geräusche kümmern zwischendurch. Nimm das Gericht auf, Alter. Und dann musst du ganz nach hinten rennen für das dämliche Fax, weißt du? Das ist so mies. Es ist so fies gemacht. Das schaffen wir nicht. Ja, jetzt geht der Sauger noch an. Wir haben hier hinten alles. Die Frage ist nur, wo sind die... Hier ist noch was. Wir schaffen das nicht, nie im Leben. Wir haben 4:15. Mann, mach die Tür auf. Wo sind die letzten Gerichte? Ah, hier liegen 3. Ja, das sind die letzten 3. Ich hoffe, wir schaffen das. Komm. Na komm! Hallo! Okay, wir müssen uns beeilen, dahin zu kommen, ohne dass wir jetzt irgendwie erwischt werden. Na komm! Nein, es geht doch das Waschbecken an, ernsthaft? Nein. Oh, es ist... Oh. Mach die Geräusche aus, die weit weg sind. Ja. Wenn du aber hinten aber nichts mehr zum Abräumen hast, weißt du, ist immer das Problem. Ich fange immer erst hinten gerne an. Weil dann hast du hinten schon mal die ganzen Tische abgeräumt. Weil du musst ja... Der weiteste Weg ist ja hinten vom Diner. Na? Aber wir haben es wenigstens geschafft. Aber es sind jetzt schon 14 Gerichte, Alter. Es wird immer mehr. Bestimmt 17 oder so in der letzten Runde. Weil je weiter du rennen musst, desto mehr Geräusche machst du ja auch mit dem Rennen. Kaffeemaschinen lasse ich jetzt mal eben laufen. Dann können wir 2 Gerichte wieder... Pinewood Drive wäre cool. Ja, kommt ja für die Blazerin. Auch wurde wieder verschoben. Schade eigentlich. Ich hätte es gerne heute mal angespielt. Aber wie gesagt, der Release wurde verschoben leider. So, Kaffeemaschine kann weg. So, das werde ich auch im Live-Let's Play spielen. Pineview Drive ist auf jeden Fall vorgemerkt. Aber momentan ist ja, wie gesagt, der Release verschoben. Ist ja... Schwankt ja so momentan zwischen Ende des Jahres und halt... Ende des Monats oder Mitte diesen Monats. Das ist das Faxgerät, ne? Oh. Echt genau, wann kommt das? Also Amazon hat es datiert auf Dezember. Und also Spielegott und die kleinen Hersteller so Mitte diesen Monat, also 14., 15. rum. Diesen Monat, aber ich bin mir da ziemlich unsicher. Sollte ja schon Ende letzten Monat kommen oder Mitte letzten Monat, aber irgendwie trotzdem kam es nicht. Also irgendwie... Naja. Aber ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich mache da ein Live-Let's Play von. So. Lalalala. Das ist das Handy in der Küche. Das ist ganz gut. Das kommt uns gelegen, weil das liegt auf dem Weg. Pineview Drive ist cool. Ja, genau. Das war quasi auch so ein bisschen die Überraschung. Aber jetzt kann ich es ja verraten. Ist ja, wie gesagt, leider schon wieder um, wo ich es hätte spielen dürfen. Okay, ich muss eh nach hinten mal gucken, wegen hinten den Weg. Na, lass mich doch durch, Mann!
Wie ich das hasse, dass man hängen bleibt. Man ist hier so im Zeitdruck. Okay, vier Gerichte noch. Hinten liegt noch... Alter, der ganze Tisch ist hinten noch voll. Oh, der Sauger. Der ganze Tisch ist hinten voll. Na. Drei Gerichte noch. Natürlich ist es der Wecker hinten im Büro. Zwei Gerichte noch, okay. Ob wir das schaffen, ich kann nichts versprechen. Ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, wie spät wir das haben. Na! Was ist das für ein Geräusch? Ach, das Waschbecken, ne? Oh nein! Das schaffen wir nicht, nie im Leben. Ich weiß nicht, wo das letzte Gericht ist, das ist das Problem. Ah, hier. Wir schaffen das nicht, nie im Leben. Mann! Ist das asozial, ey. Es wird immer schwieriger. Definitiv. So, Spiel laden. Wir schauen mal, welche Nachtschicht wir sind. 26 sind wir. Mein Gott. Es sind noch vier Nachtschichten bis zum Finale. Komm, das müssen wir doch schaffen. Das müssen wir doch schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann alles nicht so schwer sein. Das kann alles nicht so schwer sein. Mein Gott. Das, wenn das Hängenbleiben nicht wäre, das Hängenbleiben ist wirklich das Schlimmste, finde ich eigentlich. Weil du jedes Mal hier, zum Beispiel jetzt an der dämlichen Kante hier von diesem, von der Theke oder an der Tür, bleibst du einfach eiskalt hängen. Ja, das Klingeln da hinten am Telefon ist mir egal. Was? Diese Lache? Da muss ich immer husten. Welche Lache jetzt? Von mir oder von dem Typen? Wahrscheinlich von dem Typen, ne? Von diesem Indianer-Hannebammel. Sorge für Ruhe ist so laut, von wegen. Scheiß Telefon kann da klingeln, ist mir egal. Na! Das Problem, dass du so im Stress bist, ist das Problem, dass du nie weißt, wo du gucken sollst, wo was liegt. Weil es ist einfach... Mein Gott. Und jetzt kommt er schon, oder was? Ja, ist klar. Jetzt, wo ich gerade da war. Acht Gerichte, Alter. Ach, von Manitou. Ja, ja, Manitou. Wird er kommen und dich holen? Ja, wenn du nicht schnell für Ruhe sorgst, wird er kommen und dich holen. Soll er mich doch holen? Ist mir doch egal. Alter, soll er selber für Ruhe sorgen hier? Was mache ich denn? Hier ist das Telefon. Er kommt doch schon, warum auch immer. Soll er doch selber seine Kacktische hier abräumen. Mein Gott, jetzt bleiben wir an der dämlichen Tür hängen. Es gibt's nicht. Es ist traurig. Traurig, aber wahr. Der Sauger ist an. Es ist unfassbar. Es ist nicht im roten Bereich und trotzdem kriegt er dich. Es ist so lächerlich, ne? Warum eigentlich Indianer? Wohnt er dort? Nee, der Diner wurde damals, also die Vorgeschichte so gewesen, dass der Diner wurde auf einen ehemaligen Indianerfriedhof gebaut. Und die konnten sich zu Lebzeiten nicht ausstehen, die beiden Indianer, die dort begraben sind. Und der eine macht dem anderen das Leben zur Hölle und jetzt auch beim Tode. Und der stellt die anderen Sachen immer her, also immer an. Die Lautstärken, also hier zum Beispiel die Musikbox macht er an, den Herd macht er an, damit der andere keine Ruhe kriegt. Ne?
Was ist für ein sinnfreies Game? Hallo, Tommeli, Lee, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich grüße dich. Es ist Joe's Diner. So, wenn du noch sinnfreiere Games suchst, dann schau dich mal auf meinem YouTube-Channel um. Da findest du zum Beispiel auch Emily Wants to Play. Das kann ich dir auch sehr empfehlen. So. Ja, willkommen für die Leute, die auf meinem Channel gerade zuschauen. Und auch du auf YouTube. Hallo. Ja, wir versuchen hier gerade die Nachtschicht 26 rumzukriegen, wo ich ganz stark bezweifle, dass wir es nie schaffen werden, weil es echt brutal schwierig wird hier gerade. Jetzt geht das Telefon hinten schon wieder. Meine Fresse. Und dann legt er diese dämliche Indianer, legt, weißt du, noch so dämliche Chipstüten und Quietschähnchen rum auf dem Boden. Quietschähnchen, nur mit dir. Quietsch, quietsch. Das ist der Kühlschrank. Kommt uns gerade entgegen, weil wir... Nein. Das ist die Eismaschine. Okay. Er will Eiswürfel anscheinend. Da ist eine... Eine Flasche, die wir mitnehmen. Weißt du, du bist gerade vorne und trotzdem klingelt hinten das Telefon. Anstatt mal vorne irgendwas kommt, wie der Fernseher oder so. Nein. Warum denn auch? Es könnte... Ernsthaft. Na komm. Ich will das schaffen. Ich habe die Motivation dazu. Das ist wieder die Eismaschine, ne? Okay, auf der Theke liegen auch noch Sachen. Quietsch. Da liegt der Becher. Okay. Das ist der Wecker im Büro. Alter, schon wieder ins Büro. Das gibt's doch nicht. Die meisten Sachen, immer hinten klingeln die jetzt. Das ist so dämlich. Ja, ist doch gut. Hör doch auf zu klingeln. Er kommt schon so langsam. Wir müssen uns echt beeilen. Meine Güte. Wir schaffen es nicht. Ich sehe es jetzt schon kommen, dass wir es nicht schaffen. Weil wir noch 8 Gerichte haben, 3 Uhr. Jetzt geht auch noch der Sauger an. Vor allem jetzt unten, die Anzeige ist auf grün. Ja, also wenn ihr jetzt kommt, ne, dann schmeiß ich den Controller in die Ecke. 6 Gerichte, Alter. Ja, natürlich, komm. Oh. Darf nicht rennen. Das Problem ist, ich muss mich aber beeilen, weil halt die Zeit uns auch davon läuft. Oh, ernsthaft. Mach den scheiß Sauger aus. Wir schaffen es wieder nicht. Entweder läuft uns jetzt die Zeit gleich davon oder er erwischt uns wieder, weil irgendwas wieder ist. Es klingelt schon wieder das Telefon hinten im Büro. Ich könnte so kotzen. Ich könnte so abkotzen, Alter. Ich spiele nur noch eine Last jetzt gerade. Es ist lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich lache darüber eilig, ohne Scheiß. Ich trinke nur einen Schluck, Alter. Alter. Das gibt's gar nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal an der Stelle mal eine kurze Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, also bis dann.